Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 22. Januar. Grüß Sie wieder, Christian Kämmerer. Wir wollen jetzt nach der EZB-Sitzung am gestrigen Tag hier mal auf den Euro gegenüber dem japanischen Yen schauen, gefolgt vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, der hier ja als Major-Währung sogar noch viel, viel maßgeblicher ist. Euro-Yen jedenfalls, hier mal kurz in den Tagesschart. Wir hatten das auch die Woche schon mal besprochen. Die Idee, der Ansatz der, dass es hier nochmal speziell zur EZB-Sitzung zu einem Spike unter dieses Unterstützungslevel hier um 126,90, 126,80 kommen könnte. Das hier der blaue Tendenzfall von damals. Und so geschehen, wir haben hier einen kleinen Spike nach unten abgeliefert. Neues mehr Monatstief letztlich, aber hier das Momentum zieht schon nach oben und auch die positiven Divergenzen im RSI hier auf Tagesbasis sind intakt. Insofern eine sehr, sehr interessante Ausgangssituation. Heute, ja, fehlen so ein Stück weit Anschlusskäufer, aber generell das Bild hier eigentlich von der Lage der Indikation her mal gar nicht so uninteressant. Jetzt ist es eben wichtig abzuwarten, wie der Markt im Nachgang noch reagiert, beziehungsweise auch heute insbesondere den Wochenschluss natürlich vollziehen wird. Denn von diesem oder vor diesem Hintergrund wird dann schon entscheidend sein, ob wir unter 127 oder hier möglicherweise oberhalb von 128,50 schließen werden. Hier auf Tagesbasis ist das ein interessantes Level, schauen wir uns gleich konkret an. Heute der Wochentag hier beim Euro-Yen mit 48% positiver Schlusspreise fast neutral. Also hier nicht die Riesenhausnummer, aber dennoch können wir hier die Situation schön eingrenzen, dass wir hier auf Tagesbasis eine Widerstandszone haben. Hier eben 128,50. Das ist schon eine Art Trigger-Level. Ja, und da muss man jetzt mal aufpassen, was der Preis macht. Wenn er darüber geht, dann sieht die Situation auch vor dem Hintergrund, dass hier das Momentum schon positiv eintritt, sieht das mal gar nicht so schlecht aus, dass es hier dann weitere Preis-Zugewinne in Richtung 130 geben könnte. Das mal hier die Ausgangssituation auf Tagesbasis, wenn wir über 128,50 gehen. 130 erstes Ziel, alles weitere muss sich dann zeigen. Die nächste Zielzone wäre dann 131 für den Fall, dass der Markt hier so ein Potenzial besitzt. Doch das ist aktuell ein Stück weit zu weit nach vorne geschaut. Wir wollen erstmal sehen, wie der Markt sich hier überhaupt heute aus der Woche heraus arbeitet. Aber dass wir dann zumindest hier um 131 ein nächstes Ziellevel, gegebenenfalls hier mit Touch oder Lauf zu dieser Trendlinie, dann durchaus eine Option. Diese können wir mal hier wegnehmen. Hat schon an Relevanz verloren, aber grundsätzlich hier das Bild ganz, ganz interessant. Obacht jedoch, wenn er unter 127 rausgeht aus der Woche, dann kann hier größeres Ungemach drohen, speziell hier unter dem Tief vom April 2015 wären dann hier sicherlich stärkere Rückschläge zu erwarten, wenn der Markt hier eben dann neues mehr Monatstief macht und dann hier sichtlich nach unten wegkippt und hier insbesondere das Tief eben vom April aufgibt. Aufpassen, Euro-Yen, wie gesagt, dahingehend definitiv interessant, könnte sich also hier tatsächlich ein Stück weit nach oben arbeiten. De facto haben wir aber von der Saisonalität auch nicht minder Rückenwind. Jetzt muss ich nochmal kurz umschalten. Tagesschart, damit wir das nochmal sehen. So. Saisonalität Euro-Yen spricht eine klare Sprache. Ja, also jetzt ein Stück weit rumkonsolidieren, vielleicht noch ein bisschen verweilen unter 128,50 bis in die nächste Woche hinein, um dann hier einen dynamischen Move nach oben zu machen. Die Saisonalität spricht dafür, dass wir hier Anfang Februar, spätestens also Ende Januar, vielleicht nochmal ein markantes Tief machen, aber generell hier nach einer gewissen leichten Konsolidierungsfortsetzung haben wir hier von Anfang bis Mitte Februar eine sehr, sehr bullische Tendenz und das könnte hier letztlich, wie gesagt, genau in diese Richtung führen. Sieht interessant aus, Euro-Yen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ansonsten von der Range der Euro gegenüber dem japanischen Yen bislang hier mit 56 Pips unterwegs. Das ist sehr überschaubar. Gehen wir nochmal kurz in den Stundenchart. Da haben wir auch hier die 128,50 als gut definierbare Zone. 128,60 würde ich jetzt auch noch definieren können als solches Level, aber vor dem Hintergrund der letzten Preistiefs ist das hier schon ein schönes Niveau und ja, wie gesagt, wenn wir hier rauskommen, dann wäre es bullisch. Hier auf der Südseite gestern hier zur EZB-Sitzung möglicherweise ein kleiner Fakeout nach unten, alle abgeholt, die da ihre Stops setzen hatten. Speziell hier Stops unter dem Tief vom, gehen wir mal hier auf dieses Niveau vom 7. Januar. Ja, schauen Sie das mal an, das nennt sich mal Stop-Fishing erster Art für den Fall, dass es jetzt hier tatsächlich weiter rauf geht. Aber das ist hier ein Level, das sollte
tunlichst nicht nochmal unterschritten werden, weil dann muss man sagen, wäre hier sicherlich die Bodenbildung-Idee eigentlich mal vorbei. Also, aufgepasst. US-Dollar, Yen schauen wir uns gleich an, Euro-Yen jedoch hier mit positiven Signalen, sofern es zu neuen Reaktionshochs kommt. Das zeigt auch hier der Wochenchart, großes Bild. Hier diese Unterstützungszone um eben 26,80. Da versuchen wir uns gerade zu stabilisieren. Was macht der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, der natürlich hier noch eine viel größere Rolle im Kontext spielt? Weil Major Pair und der US-Dollar eben hier mitwirkt. Auch da haben wir, fangen wir kurz mit dem Wochenchart an, genau hier diese Unterstützungszone touchiert, geküsst, Schrägstrich prallen von diesem Level gerade ab, 116,60 etwa. Auch hier die untere Kanalkante dieses Rechtecks, also hier diese Preisbewegung dieser Hammerkerze vom August. Insofern hier gerade noch zur rechten Zeit nach oben gedreht. Jetzt muss es sich fortsetzen. Machen wir nämlich hier neue Reaktionstiefs, neue Mehrmonatstiefs, dann ist hier wirklich, ja, die nächste Abverkaufswelle geöffnet, weil dann muss man davon ausgehen, dass hier Preise um 105,50, 105,30 das nächste Ziellevel sind. Das wäre auf jeden Fall, wenn es nach unten geht, dann hier die nächste Etage. Und da sehen Sie, da kommt hier einiges zusammen. Da reden wir hier rund über 1000 Pips, die allein der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen abgeben könnte, wenn der Markt hier nach unten wegbricht. Generell jetzt hier auch noch so eine Schwächephase. Im Sinne der tieferen Tiefs, tieferen Hochs. Also mal abwarten, was passiert momentan hier, aber technisches Reaktionspotenzial durchaus möglich. Schauen wir auch hier nochmal kurz auf die Saisonalität, bevor wir in den Tagesschart gehen. So. Sieht nicht minder interessant aus. Eben die Masse der Yen-Pairs und gerade an Unterstützungen angelangt. Hier der Punkt, oha, wie kann es weitergehen? Interessant auch dabei, dass wir hier den Seasonal Trade US-Dollar-Yen auf der Short-Seite ja im Auge hatten. Hier unterhalb von 118,60 war ja die Idee, beziehungsweise auch hier der saisonale Charakter, dass der Markt hier fallen kann, fallen muss. Und genau das geschah relativ gesehen auch, zwar unter hoher Volatilität, aber unterhalb von 118,60 blieb der Preis und wir haben hier tatsächlich nochmal ein neues Verlaufstief gemacht, nämlich dann hier am 20. Januar. Gestern dann hier der Tag, wo man hätte rausgehen sollen aus dem tendenziellen Seasonal Short Trade, da jetzt hier eine bullische Phase anfängt. Also, und das deckt sich natürlich genauso auch hier mit dieser Saisonalität, die wir uns schon mit Blick auf die nächsten 20 Tage angeschaut haben. Das Saisonal Short Setup ist hier jetzt schon vorbei, definitiv erledigt mit dem gestrigen Tag. Und wir sehen aber hier auch auf Tagesbasis diese Unterstützungszone, wo wir auch hier mit positiven Divergenzen im Sinne des Momentums, Sie sehen es hier, tiefere Tiefs, das Momentum dreht aber schön nach oben, jetzt hier ein Stück weit überzeugen können. Faktisch bleibt aber, US-Dollar, japanische Yen ist erst oberhalb von 118,60 ein Kauf. Dieses Widerstandslevel muss überwunden werden, also früher Unterstützung, jetzt Widerstand. Hier gab es ja schon zeitweilen eine Bestätigung, aber wenn es hier rüber geht, dann hat US-Dollar-Yen auch Potenzial im Sinne der bullischen Saisonalität nach oben anzuziehen und das sieht hier sogar dann noch ein Stück weit vortrefflicher aus, da man sagen muss, wenn der auftritt, dann wäre hier eine signifikante Widerstandszone zurückerobert und das wäre sicherlich positiv für den weiteren Verlauf. Ansonsten auf der Südseite, wie gesagt, machen wir neue Tiefs, dann muss man hier deutlich unter 110 Yen runtergehen. Sie sehen hier diese Rallye-Schübe vom Oktober 2014. Hier finden sich nicht viele Unterstützungen auf Tagesbasis, also hier 106 wäre dann eigentlich das erste Level, wo der Preis hingehen sollte. US-Dollar-Yen. Also hier auch sehr, sehr interessant, gerade von dem saisonalen Hintergrund. Hier im Tageschart oder vom Tageschart jetzt hier in die Stunde haben wir hier 118,60, diese Horizontalwiderstandszone und zwischengeschaltet jetzt hier ein Stück weit tiefer diese Zone, wo wir jetzt direkt notieren. Sie sehen es hier. Ja, hier stößt er sich gerade den Kopf. Hier hat er sich den Kopf gestoßen am 19. Und hier gab es schon ein paar Fehlausbrüche. Die Situation jetzt die, jetzt machen wir das mal weg. Das Short Setup hat sich eigentlich erledigt. So, jetzt hier die interessante Situation. Schafft es der Preis hier rauszuziehen nach oben? Könnten sich heute schon hier positive Sequenzen ergeben? Wie gesagt, hier das markante Widerstandslevel, da muss er erstmal rüber. Wenn das nicht geschieht, ist das alles ein Stück weit bedenklich. Also nicht so sicher, dass es hier wirklich nach oben geht. Ja, von der Range hat er bislang 65 Pips zurückgelegt. Ja,
Wir sind hier aktuell aber in Fahrwassern von 107 bis 100. Das heißt, die gute 40 Pips können auch draufgeschlagen werden. US-Dollar hier mit wesentlich mehr Wolle, als dies noch zuletzt der Fall war. Also hier verspricht sich durchaus noch weiteres Potenzial. Dazu muss aber, wie gesagt, die 118,60 nach oben gebrochen werden. Wenn wir hier auf Stundenbasis neues Tageshoch machen würden, hier oberhalb von 118,18, ja, dann hat sich hier durchaus kurzfristig weiteres Potenzial bis erstmal zum Widerstand und da muss man dann weiter schauen, was passiert. Eröffnet. Bärisch, negativ, heute ganz klar, wenn wir den Pivot Point unterschreiten, Schrägstrich hier die Tiefs der Asia-Session unterbieten, dann ist auch hier diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie in Gefahr. Sollte dies passieren, dann hat sich das Ganze mit dem Bullen-Setup eigentlich dann doch schon mal erledigt. Aber wie gesagt, momentan hier die Zeichen alle im Sinne einer wohl doch fortnehmenden Erholung. Das aber vor dem Hintergrund, dass die Aktienmärkte hier natürlich auch eine Gegenreaktion nach oben einleiten, denn die Korrelation wurde ja schon häufig angesprochen in Sachen starker, schwacher Yen, starker, schwacher Aktienmärkte. Sollten die Aktienmärkte hier wieder nach oben aufdrehen, also ein Stück weit von ihrer negativen Performance gut machen, dann spricht auch dafür, dass der Yen erstmal wieder zurückkommt und alle in Yen gehandelten Währungen dann entsprechend zulegen. Kommt es allerdings zu einer Korrekturfortsetzung und das will ich mal mit Blick auf die nächsten Wochen, Monate nicht bestreiten, kann es durchaus dann hier auch zu einer weiteren Aufwertung des Jens kommen. Also hier das aktuelle Szenario definitiv eher kurzfristiger Natur mit Blick auf die nächsten Tage/Wochen. Ob das hier die große Trendwende zurück zur alten Stärke wird, kann man nicht hundertprozentig sagen, gerade weil auch hier diese Top-Bildung beim US-Dollar-Yen hier auf Wochenbasis schon besteht. Hier nach oben. Sprich, wenn wir hier nicht neue signifikante Ausbrüche nach oben starten, ist das Risiko doch groß, dass wir im weiteren Jahresverlauf doch Richtung 110 und tiefer abdriften. Also, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen. Heute Two Pairs for You. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder oder aber nachher schon zum JFD Insight. Da geht es heute um charttechnische Formationen, statistische Relevanzen und Ihre Möglichkeiten des Handels. Wenn Sie mögen, kostenfrei auf der JFD-Seite anmeldbar. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen was. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.